Hallo, hallo bei YouTube. Ja, YouTube hat funktioniert. TikTok hat funktioniert. Bei Zuckerberg, Monsieur Zuckerberg, war alles niedergegangen. Kein Instagram, geht immer noch nicht so richtig. WhatsApp funktioniert, aber auch nicht so richtig, noch nicht. 7 Stunden. 7 Stunden bei WhatsApp, Instagram und, was war denn da noch? Facebook, ja genau. Habe ich ja ganz vergessen. Es gibt ja noch ein Facebook. Also alles, was zur Zuckerberg-Industrie gehört, war down. Ging nicht. Morgen, hey, grüß dich. Und funktioniert alles? Hast du schon Win 11? So, ein weiterer Versuch. Oh, ich grüße euch total recht jetzt hier bei YouTube. Bei YouTube war alles okay. Ihr merkt schon, der Herbst naht, die Blätter fallen und es wird kühler. Ich habe weit die Türe auf. Wir hatten gestern viel zu tun, weil viele Fotos abgefragt wurden, die wir dann auch gemacht haben. So, 7 Stunden. Instagram, Facebook war nicht und WhatsApp ging auch nicht. Ich fand's okay, jetzt seht ihr mal, wenn alles einem gehört. Ja? Und wir waren natürlich dann weiterhin bei TikTok. Und bei TikTok sind mittlerweile auch nicht so viele unterwegs, weil man gewöhnt sich dran. Wie der Lockdown war, hatte man viele, verdammt viele und auch viele Zuschauer selbst. Und man hat auch viel Zeit gehabt, online zu gehen. So, jetzt, wo wir wieder in Pressur in Arbeit, haben wir natürlich nicht so viel Zeit, um on air zu gehen, jedenfalls nicht live. Dass ich jetzt hier so eine Aufzeichnung mache, weil ich gerade ein bisschen Zeit. Natürlich denke ich darüber nach, was so alles abgeht und in welcher Zeit wir leben. Wir einfachen Unternehmer, kleine Unternehmer, normale Unternehmer, die halt unsere, also wir bieten euch eine Ware an und ihr nehmt die Ware an oder präsentiert oder kommt auf uns zu und wir diskutieren darüber. So, wir hier sind ja Dienstleistungen, wir stellen nichts her, wir präsentieren auch nichts, deswegen brauchen wir auch keine Werbung, brauchen wir nicht. Wir sind für euch da, das bedeutet, ihr präsentiert, ihr braucht, ihr benötigt. Und darum kommt ihr dann zu mir. Ob das die Schauspieler sind, nicht diese da, aber egal. Also die bildende Kunst erscheint und dann wird gemacht. Ich habe auch gerade für ein Reisebüro wieder die Plakate gemacht. Es geht wieder los mit Reisen, auch in der Zeit von Pandemie, denn das Teil tragen wir immer. Ne? Das tragen wir immer. So, wir hier in Nordrhein-Westfalen haben seit dem 1. Oktober es gut, dass wir nicht mehr so im Zölibat, nicht mehr so in der Kontrolle sind, dass wir wirklich tatsächlich etwas freier sind. Wir müssen also nicht unbedingt Mundschutz tragen, sondern sind angeraten, es zu tragen. Problem ist halt, dass wir etwas freier sind. Ich habe das hier auch rumliegen. Radio Köln hat es verbreitet. Ja, Radio Köln hat es verbreitet, da steht alles. Keine Maskenpflicht mehr im Freien, ob beim Bäcker, Post, irgendwo, wo du stehst. Ja, statt dem Test reicht dieser Schnelltest auch für eine Disco. Sollte aber nicht älter als 6 Stunden sein. Ist halt so. Und bei den richtig großen Veranstaltungen habe ich ja gesehen, jetzt hier, die waren richtig freudig bei Rot-Weiß Fußball hier in der Stadt Essen. War schon halbwegs das Stadion wieder gefüllt und die Leute waren wieder begeistert und sie waren auch wieder froh. Ja. So, wir haben 2 Monate und den Rest von Oktober. Heute ist Dienstag, heute Abend kommt wieder Rosenheim-Cops. Und seit letzter Woche, seit dem 26. September, läuft Rosenheim-Cops wieder in neuer Folge. Ich habe Rosenheim-Cops seit dem ersten Tag, seitdem es diese Serie gibt, gesehen. Ich habe sie jetzt nochmal gesehen bei YouTube, da läuft es. Und mittlerweile auch auf anderen Sendern kann man Rosenheim-Cops abrufen. So,
Da sind wir also schon beim Kernthema. Man kann alle Serien mittlerweile abrufen in einer sogenannten Mediathek. Man kann sogar bei Amazon, sogar bei Netflix sich diese Serien anschauen. Was man nicht kann, ist Bond. Bond kann man leider da nicht abrufen. Bond, glaube ich, läuft exklusiv bei Sky. So, Amazon hatte diesen Bond, der jetzt gerade gelaufen ist, am 30. September 2021, hatte Amazon gekauft. Ich weiß nicht, ob Amazon den freigibt. Zweck gucken, sehen, weiß ich nicht. Bis jetzt jedenfalls nicht. Ich habe ihn bestellt. Darum sitze ich jetzt vor laufender Kamera und warte, dass dieser mir gebracht wird. Na, damit ich den dann mit guten Kollegen auf großer Leinwand zu Hause im eigenen Kino 7.1 Dolby sehen kann. So. Ich liebäugle mit 9.1, mit Atmos und würde dann wirklich die diesbezüglichen Filme auch aussuchen und mir dann angucken. Und dann den Sound natürlich genießen. Ich meine, ist ja ein extra Raum, dann ist das nicht so schlimm. Aber ich stelle mir gerade vor, wenn irgendwelche von euch im Wohnzimmer oder Kinderzimmer sich so ein Mini-Kino, also ich weiß nicht, mit Bettchen und ihr wisst schon, was ich meine, was ein Kinderzimmer ist. Ich weiß nicht, ob heutzutage noch Jugendzimmer gibt. Bei uns hieß das Kinderzimmer und so wurde das dann auch auf den Weg gebracht. So, es könnte sein, dass ich jetzt einen Kunde wieder bekomme. Dann müsste ich wieder aufhören. Ja, ich habe einige potenzielle Kunden, die extra vorbeikommen wegen Star Wars. Ja, die kaufen dann halt die Restanten, weil so viel investiere ich nicht mehr in Star Wars. So, dass ich das jetzt hier bei YouTube gemacht habe, ist an sich... Morgen! Grüße! Morgen! Und alle Star Wars Sachen geguckt? So, meine treuen Kunden, sag ich jetzt mal so, die also begeistert von Eisenbahn oder Star Wars oder sind, erscheinen und den bestelle ich dann, ob Eisenbahn, Star Wars oder diverses. So, wir alle haben ein Problem, in dem wir gar kein Problem haben. Wir werden aber mit Problemen gefüttert oder man überschüttet uns mit Problemen. Ich finde es immer noch gut, dass wir immer noch diese Freiheitsboten querdenkenden Menschen haben, die da immer noch sich echauffieren. Ich hatte gerade auch, ja, dass einer von der Uniklinik, nee, das muss bleiben, jetzt kommt die Pandemie, Schnupfen, also wieder irgendetwas da, ich habe schon gar keine Lust mehr da drüber zu sinnen, ja, mir Gedanken darüber zu machen, ob jetzt eine Grippe kommt, ob Corona noch da ist. Ich weiß nur, dass das Wetter draußen verdammt kühl ist. Ich weiß, dass hier der Keller gerade ausgeräumt wurde, der schon, was weiß ich, wie viele Jahre die Sachen da unten schon gelegen haben. Wir dann natürlich jetzt uns alle hier streiten, weil der Keller ausgeräumt wurde, dass wir das hier bezahlen sollen. Wir haben überhaupt nichts mit diesem Keller zu tun. Das sind so Sachen, die uns, ja, und das andere. Ich meine global, round the world, ja. Die Frage lautet, was ist eigentlich mit den Kosmonauten, Astronauten, ja. Was machen die? Tragen die auch Filtertüte oder was? Die sind ja auch am Po und sind da auf ihrem. So, wer heilt denn die, wenn die Corona hätten? Oh Mann. Hallöchen, ich komme. Hallöchen, wir haben 18 Uhr am 5.10.2021 und ich freue mich gleich drauf auf Rosenheim Cops, die im ZDF zu sehen, neue Folgen. Aber worauf hinaus möchte ich, heute den ganzen Tag, weißt du schon, was los war, ob alt, vor allen Dingen die etwas älteren, Win war ja abgestürzt, beziehungsweise Facebook, nicht Win. So, aber so waren die alten Leute, der bis hin zur Freude, gönn ich den und so, bisschen sehr traurig. Also es war heute viel los, das Gepiepe in meinem Phone war leider heute eine Menge los. Ne? So.
Ja, also wie gesagt, da schaue ich gleich rein. Ich bekomme also genügend Nachrichten, bla bla. Ne? So ist es ja nicht. So, worauf will ich hinaus? Ich will hinaus, dass einige sich gefreut haben, dass Facebook abgestürzt, also Herr Zuckerberg. Aber bleiben wir doch mal ernst. Wenn einer, ein so ein Riese abstürzt, aus welchem Grund auch immer, er hat angeblich auch der Börse da Geld überweisen müssen, weil er durch diesen Absturz die Börse da in Gefahr gebracht. Ey, die Reichen der Reichen, da gehören wir nicht hin, okay? Wir sind keine Milliardäre, Multis, Millionäre, ja? Wir sind noch niemals Halbmillionäre. Wir hier bei Facebook, wir hier bei TikTok, wir hier online. Jeder Einzelne von euch online, ob jung oder alt, gehört nicht zu dieser Fakultät. Punkt. Wir sind normale Menschen, die sich angewöhnt haben, auf dem Datenhighway zu Hause zu sein, am Datenhighway hin und wieder mal Überholspuren zu leisten und, und. Wir sind TikToker, wir sind Snapchatter, wir sind Facebooker, ach, wie sich das alles so nennt. Wir sind also User. Wir sind User, wir sind Anwender. Das ist halt so. Ich weiß nicht, ob ihr die ganzen Filme vergessen habt, die damals angefangen, Ende 70, Ende 80, die da wirklich tatsächlich uns gezeigt haben, die Welt online. Auch die Welt 3D. Und vor allen Dingen diese Space-Brillen. So, diese Space-Brillen gibt es wirklich tatsächlich, kostet aber die einfache 3,5 und für die Industrie 5.500 Euro. Ob man mit so einer Datenbrille wirklich tatsächlich, ich weiß nicht. Man sollte auch an seine eigenen Augen denken. Meiner einer sieht, ich muss mittlerweile auch eine Brille tragen. Das ist halt so, ab einem gewissen Alter passiert das. So, wenn man jetzt aber als junger Mensch immer mehr an diesem Bildschirm hängt, das kann ich euch sagen, bei mir ist es nämlich auch geschehen, weil ich sehr lange, über 40 Jahre an Bildschirm hänge und habe eine Distanz von knapp einem Meter. Und diese Bildschirme, ja, die damaligen waren ja richtig fett und groß in der Welt von Amiga bzw. C64, Amiga, dann der erste Pentium 90 und so weiter. So, heute sitzen wir zwar vor Flats, schöne dünne und manche sogar noch dünner. Ich würde mich auch freuen, wenn ich mir das leisten könnte bzw. wenn es das wirklich schon geben würde. Was wir in den zukünftigen Filmen immer sehen, diese Sci-Fi-Filme, wo die ja so eine Art, ein Hauch von, auch bei Star Wars sitzen die ja dann da, ein Hauch von Glasscheibe, wo das dann zu sehen ist. Also ich habe noch keinen Monitor gefunden, der so wäre. Ich kriege genügend Monitore, aber nicht so. Auch Halbrunde und so weiter. So, ich kriege sogar für 21:9, 16:9 und so weiter. Ich habe hier 16:9 stehen, zigmal insgesamt reichlich. Jeder Kunde kann ein 16:9 arbeiten. Auch in der Videotechnik haben wir 16:9, nur im Kino haben wir eine extra große Wand, 21:10, also etwas größer. So, und wir haben Dolby 7 dort installiert. Wir arbeiten aber noch dran, ob wir auch mit Atmos, neuen Boxensystem arbeiten werden, müssen wir schauen. Und jetzt habe ich ein Anruf. Huhu.